Ist Integration eine Illusion oder doch eine süß-saure Geschmacksexplosion mit ein bisschen scharf? Pizza, Gulasch, Spaghetti, Sushi, Kebab. Aufzählung nahezu unendlich. Wenn Sie mich fragen, ich bin integriert. Woran oder worin bin ich integriert? Auf und in die Kulinarik der Welt bin ich integriert und ich glaube nicht, dass diese Speisen selbst zu mir gekommen sind. Sind sie also von Menschen zubereitet oder von denen wiederum ein anderer Koch die Zubereitung erlernte? Zutiefst sozial eigentlich die Geschichte der Integration, oder? Erst eine Begriffserklärung, um näher darauf eingehen zu können. Gastronomie. Was ist eigentlich die Gastronomie? Gastronomie ist nicht nur eine Dienstleistung, sondern auch ein Teilbereich der Gemeinschaftsverpflegung, also ein Ort der Gemeinschaft. Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Alle Menschen müssen essen, alle müssen trinken. Eigentlich das verbindende Element, oder? Die Arbeitssituation. Sehen wir uns mal die Arbeitssituation an. Ständig werden Arbeitskräfte gesucht. Aber warum? Fast in Österreich haben wir schon 500.000 freie Stellen. Ist es also eine Art von Luxus? Ist es schön, dass andere Menschen im Tourismus arbeiten, aus anderen Ländern, obwohl wir so hohe Arbeitslosenzahl haben? Österreich und andere Länder leben von Tourismus. Warum sollte er auch nicht mehr für sein Land tun? Aber einen Vorteil hat es, dass Menschen aus anderen Ländern bei uns arbeiten. Wenn sie bei uns eine Ausbildung starten und das Wissen, das sie aufgenommen haben, in ihr Land umsetzen können, können wir eine Verbindung zwischen uns und dem Land aufbauen. Menschen aus anderen Ländern, die bei uns arbeiten, können aber auch unter anderem die Sprache lernen und die Gesellschaft integrieren. Auslandspraktikanten, die eine Lehre starten, dann können wir verhindern, dass sie im Leben sich nicht sinnlos fühlen und sich kein Ghetto bilden. Sie gehören sozusagen wo dazu. Aber man kann nicht nur untereinander auch lernen, man kann auch von einer anderen Küche etwas lernen. Gewürze austauschen, verschiedene Zubereitungsarten, andere Geschmäckern und Anrichtmethoden. Somit kann jede Küche bereichert werden. Gegenseitige Bereicherung, Anpassung, Integration eben. Dies könnte dazu führen, dass es nicht an einen Ort gebunden ist, sondern in den Herkunftsländern neue Hotelketten entstehen durch zurückkehrende, gut ausgebildete Menschen. So entstehen wiederum auch Arbeitsplätze für die Einheimischen. Somit können wir sinnvoll helfen, Fluchtgründe zu reduzieren und somit gleichzeitig auch ihren Land Arbeitsplätze schaffen. Also eine Win-Win-Situation für beide Länder, den Herkunftsland und den Asylgeberland. Habe ich aber nun eine Antwort auf die Frage am Anfang, ist Illusion eine Integration oder doch eine süß-saure Geschmacksexplosion mit ein bisschen scharf? Ja, Integration ist eine Gaumenfreude, die Rezepte braucht, an die man sich halten kann. Nur dann kann man sich selbst in der Küche finden und wenn man Regeln einhält. Nicht nur die Küche kann bereichert werden, sondern auch das Leben. Lassen Sie Rezepte, Lebensrezepte vorzeigen, die diese Geschmacksexplosion im wunderbarsten Sinne für kommende Generationen ermöglicht. Danke.